Pflanzen sind die Quelle des Sauerstoffs, den wir atmen. Sie speichern Sonnenenergie in Form von Nahrungsmitteln, die Menschen und Tiere verwerten können. Dieser Mechanismus wird Photosynthese genannt. Während des Prozesses der Photosynthese nehmen die Pflanzen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und geben Sauerstoff in der Atmosphäre ab. Sie benötigen Sonnenlicht, um dies tun zu können. Denn Sauerstoff, den wir atmen, ist das Hauptprodukt der Photosynthese. Photosynthese basiert auf schwer zu verstehenden chemischen Formeln und sehr sensiblen Gleichgewichten, wobei es auf Mengen und Gewichte ankommt, die so klein sind, dass man ihnen im alltäglichen Leben nie begegnet. Dieser Prozess ist für das bloße Auge nicht zu sehen, denn er findet auf der Ebene der Elektronen, Atome und Moleküle statt. Seit Millionen Jahren produzieren die Pflanzen Sauerstoff, Nährstoffe und Energie durch Photosynthese, die im 18. Jahrhundert entdeckt wurde. Doch deren Funktionsmechanismen noch immer nicht bekannt sind. Die Produktivität der Photosynthese wird anhand des Sauerstoffausstoßes gemessen. Der meiste Ausstoß findet morgens statt, wenn Konzentration der Sonnenstrahlen am größten ist. Dieser wichtige Fakt wird im Koran so beschrieben. Und bei der Nacht, wenn sie finster hineinbricht, und dem Morgen, wenn er aufatmet. Der Ausdruck Itha Tanaffasa in dieser Versen ist ein metaphorischer Bezug auf das Atmen, auf die Atmung oder tief durchatmen. Der Ausdruck bei dem Morgen, wenn er aufatmet, weist auf wunderbare Weise darauf hin, dass die Sauerstoffproduktion eine wesentliche Komponente unseres Atmungssystems am Morgen beginnt. Vor 1400 Jahren war den Menschen natürlich nicht bewusst, dass die Pflanzen das Sonnenlicht brauchen, um per Photosynthese Sauerstoff zu produzieren und dass dieser Prozess morgens beginnt. Doch unser allwissender Herr offenbart dies im Koran in einem sehr weisen Stil. Mit Hilfe heutiger Technologie erhalten wir Informationen über die generelle geografische Struktur eines Ozeans, über die Eigenschaften der Kreaturen, die in ihm leben, über seinen Salzgehalt, über die Wassermenge, die er enthält, seine Oberfläche und seine Tiefe. Spezialunterseeboote und besondere Apparaturen spielen eine wichtige Rolle dabei. Ohne diese Fahrzeuge ist es für einen Menschen praktisch unmöglich, tiefer als 70 Meter unter die Wasseroberfläche zu gelangen. Darum haben Wissenschaftler erst in jüngster Zeit detaillierte Informationen über die Ozeane erhalten.
Ein Koranvers über die Meere lautet: Oder sie, die Werke der Ungläubigen, gleichen den Finsternissen auf hoher See. Eine Woge überdeckt die andere. Und darüber befinden sich Wolken. Finsternisse, die einen über den anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, sieht er sie kaum. Und wem Allah kein Licht gibt, der hat kein Licht. Eine spezielle Information, auf die unsere Aufmerksamkeit in diesem Vers gelenkt wird, ist die Tatsache, dass es außer den Wellen an der Oberfläche auch noch eine zweite Wellenaktivität unter Wasser gibt. Erst vor kurzem fanden Wissenschaftler heraus, dass diese Wellen in tieferen Wasserschichten unterschiedlicher Dichte vorhanden sind. Unterwasserwellen sind für das menschliche Auge unsichtbar, doch sie können identifiziert werden, wenn man die Temperatur und die Salzgehaltsunterschiede in bestimmten Tiefen untersucht. Ohne heutige Technologie wäre es völlig unmöglich, Kenntnis von diesen unterseeischen Wellenbewegungen zu haben. Die Tatsache, dass diese Informationen in einem Koranvers mitgeteilt werden, zu einer Zeit, als die Menschen keine Möglichkeit hatten, im Meer zu tauchen und zu forschen, zeigt einmal mehr, dass der Koran das Wort Allahs ist. Betrachten wir nun die Stelle in dem Vers, die auf die Finsternis der Ozeane Bezug nimmt, dann auf die internen Wellen darin, dann auf die Wellen an der Oberfläche und schließlich auf die Wolken über ihnen. Was hier besondere Aufmerksamkeit verdient, ist die Tatsache, dass Finsternis unter ihnen allen ist. Tatsächlich hat die Forschung mit Hilfe heutiger Technologie gezeigt, dass das Licht nicht tiefer als 200 Meter unter die Oberfläche dringen kann und dass unterhalb 1000 Meter totale Dunkelheit herrscht. Doch ohne fortschrittliche Unterwassertechnik ist es dem Menschen unmöglich, in diese Tiefe zu gelangen, Beobachtungen durchzuführen und festzustellen, dass das Wasser dunkel wird. Bei 70 Metern Tiefe ist immer noch Licht vorhanden. Und das ist die größte Tiefe, die ein Mensch ohne Tauchausrüstung erreichen kann. In dieser Tiefe ist es nicht dunkel.